Hallöchen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge von Go Go Nippon. Jetzt, wo Corpse Party Book of Shadows vorbei ist, haben wir ja sozusagen einen Visual Novel Slot frei. Und da würde ich doch jetzt echt richtig gerne, also ich habe richtig Bock drauf, Go Go Nippon weiterspielen. Also wird es wahrscheinlich immer montags und donnerstags erscheinen. Vielleicht heute ausnahmsweise nicht an einem Donnerstag, aber normalerweise sollte das dann mittags kommen. So, dann schauen wir doch mal. Wir waren ja gerade in Akihabara? Ich hoffe es. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, verdammt. Wie hießen denn alle? Sekunde mal. Jetzt muss ich glatt mal kurz in das Log gucken. Genau, ich wusste es. Ich hatte schon vermutet, dass sie Akira heißt. Es ist so lange her. Ihr wisst ja, ich habe so ein schlechtes Gedächtnis. Wobei ich sagen muss, die ganzen Infos über Tokio habe ich nicht vergessen. Das ist echt krass. Ich kann mich noch an alles erinnern mit diesem tollen Suica, hieß es, glaube ich, ne? Mit dem man auch überall bezahlen kann und sowas. Echt genial. Und dann waren wir essen. Genau, ich erinnere mich. Ich bin mir jetzt nur nicht ganz sicher, ob das Akihabara war oder Shinjuku. Aber sehen wir ja gleich bestimmt noch. So, auf jeden Fall muss Akira jetzt vorbereiten das Abendessen. Deswegen können wir ja aber noch alleine uns ein bisschen umschauen in den Maid-Cafés. Nein, das werde ich nicht. Ist ja gut, ist ja gut. Ich zwinge dich ja zu nichts. Ach so, ich zwinge es nicht. Was auch immer du meinst. Wir belassen es erstmal dabei. Jedenfalls, lass uns nach Hause gehen. Alles klar. Ah, Akihabara, genau. Was für eine interessante Stadt. Ich hoffe, ich kann eines Tages wieder hierher zurückkehren. Vielleicht wieder mit Akira. Aber eher nicht. Wohl eher unwahrscheinlich. Wieso denn das? Das würde ich jetzt mal nicht so sagen. 93 Cent. Also umgerechnet natürlich wieder. Ich finde Akira cool. La la la. Wow. La 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 la. Oh, meine Güte. Du scheinst ja ganz vertieft zu sein in Akira. Ich glaube, so meint sie das. Sekunde mal. Das war... Hey, halt. Ich wollte doch wissen, wie sie heißt. Jetzt aber. Ach ja, Makoto. Meine Güte, das muss ich mir jetzt echt mal merken. Makoto und Akira. Nein, das stimmt doch gar nicht. Es ist nur, das ist das erste Mal, dass ich sie kochen sehe. Sie scheint das, es scheint ihr so leicht zu fallen. Oh, verstehe. Akira macht jeden Tag das Abendessen. Jeden Tag? Ja. Unsere Eltern sind immer beschäftigt bei der Arbeit und sie kommen spät nach Hause. Sobald wir alt genug waren, hat Akira damit begonnen, jeden Tag zu kochen. Hm, verstehe. Gestern war ich überrascht, zu hören, dass Akira so eine gute Köchin ist. Aber jetzt, wo ich sie in Action sehe, scheint das völlig natürlich zu sein. Vielleicht ist Akira femininer, als ich dachte. Hm? Aber wieso nur Akira? Als die ältere Schwester, wäre es da nicht deine Verantwortung, zu kochen? naja. Wie du schon sagst, also ich habe es jetzt zuerst mal versucht, aber... Aber? Akira meinte, sie möchte es nicht alleine mir überlassen. Das ist... Komm schon, das ist doch eigentlich egal. Lass uns schauen, was es im Fernsehen gibt. Was? Hä? Das ist ja seltsam. Ich dachte, wir hätten noch etwas davon übrig. Was ist denn los, Akira? Die Zutaten fürs Dinner. Ich habe nichts davon gekauft, weil ich dachte, wir hätten genug im Kühlschrank, aber ich habe mich wohl getäuscht. Oh, was soll ich tun? Ich kann es zwar ohne diese Zutat machen, aber dann wird ein wenig Geschmack fehlen. Möchtest du, dass ich einkaufen gehe? Hm, ja, ich denke schon. Würde dir das was ausmachen? Nein, überhaupt nicht. Moment mal, du gehst jetzt shoppen? Ja. Alleine? Ja, wieso? Bist du verrückt? Das ist gefährlich. Was? Komm schon, da draußen ist es dunkel. Es ist gefährlich für ein Mädchen, um diese Zeit der Nacht oder des Abends alleine umherzulaufen. Sei doch nicht albern, es ist überhaupt nicht gefährlich. Ja, das ist es. Ich werde gehen. Weißt du überhaupt, wo du hin musst und was du kaufen musst? Naja, Akira würde es mir ja dann sagen. Kennst du Oage? Und dann brauche ich ein wenig Kamaboko. Deswegen wollte ich gehen. Dann werde ich dich begleiten. Das löst doch das Problem, richtig? Ich schätze schon. Na, dann lass uns das tun. Ich habe keinen Grund, das abzulehnen.
Na, dann ist es entschieden. Keine Sorge, ich werde dich beschützen. Danke, man kann sich wirklich auf dich verlassen. Und wenn irgendetwas schief läuft, werde ich dich beschützen. Ich werde dein Schild sein. Also? Hä? Siehst du irgendjemanden, der mir vielleicht wehtun möchte? Momentan nicht. Nicht nur das, dieser Ort ist insgesamt total friedlich zu dieser Abendzeit. Ich hab's dir doch gesagt, nicht wahr? Ich sagte doch, es würde alles in Ordnung sein. Aber... Klar, es geschehen Verbrechen in Japan. Und es ist gefährlicher nachts als am Tag. Aber es ist wirklich noch nicht so spät, dass man sich Sorgen machen müsste. Und selbst dann, wenn du ein bisschen vorsichtig bist, wirst du ganz sicher keine Probleme haben. Ich verstehe. Oh Mann, selbst zu dieser späten Abendzeit gibt es junge Mädchen, die in kurzen Röcken überall rumlaufen. Ist dieses Land wirklich so sicher? Irgendwie bereue ich es jetzt, so getan zu haben, als könnte ich ihr cooler Bodyguard sein. Aber... Hä? Egal, wie sicher man denkt, dass es sein würde, sind die Dinge niemals 100% sicher, weißt du? So einen wunderbaren Bodyguard heute zu haben, sorgt wirklich dafür, dass ich mich 100% sicher fühle. Vielen Dank. Makoto. Flixt, komme ich etwa mit Makoto zusammen? Ich will Akira. Lass mal sehen. Oage und Kamaboko und... Das war's. Ich glaube nicht, dass ich etwas vergessen habe. Okay, lass uns zurückkehren. Oh, lass mich die Taschen tragen. Danke. So ein süßes Angebot kann ich nicht ablehnen. Ach, ist doch kein Problem. Das erinnert mich. Du bist doch gut im Englischen. Weißt du noch, Makoto? Wirklich? Danke, dass du das sagst. Das bewirkt, dass ich wirklich glücklich bin, dass ich so viel gelernt habe. Kann ich dich etwas fragen? Wieso studierst du Englisch? Naja, es gibt keinen besonderen Grund dafür. Ich dachte einfach, es wäre eine nette Fertigkeit, die man haben sollte, wenn man dann nach einem Job sucht und würde mir viele Möglichkeiten verschaffen in der Zukunft. Ich glaube deswegen, das war's. Verstehe. Bist du enttäuscht? Hast du einen erhabeneren Grund erwartet? Nein, überhaupt nicht. Was auch immer der Grund sein mag, es ändert nichts an dem Fakt, dass du wirklich gut darin bist. Außerdem, das ist der Grund, warum wir in der Lage sind, uns jetzt besser kennenzulernen. Das stimmt. Okay. Okay. Tadaima. Hier, das habe ich für dich gekauft. Vielen Dank. Ich werde alles vorbereiten. Wartet hier. Das erinnert mich daran, Akiras Englisch ist ziemlich schlecht. Eine ist gut im Kochen und schlecht im Englischen und die andere ist schlecht im Kochen und gut im Englischen. Es ist wirklich ein Mysterium, dass Schwestern so gegensätzlich sein können. Oh, ich will auch in so einem... Ich will auch in so einem Zimmer sein. Das ganze Umherlaufen heute hat mich wirklich erschöpft. Ich schätze, es ist wahr. Der Frühling in Japan ist ganz schön kalt. Gut, dass ich ein bisschen Kleidung für kaltes Wetter mitgebracht habe. Aber ich habe gehört, es ist heiß und schwül im Sommer mit jede Menge Sonne. Wenn ich hier im Sommer herkommen sollte, dann muss ich mich darauf vorbereiten. Wobei man ja sogar Sonnencreme, Sonnenlotion in einem Konbini kaufen kann. Also gibt es eigentlich eine Menge an Dingen, die ich noch kaufen kann, wenn ich hier bin. Die sind ja 24 Stunden geöffnet und haben so eine große Auswahl. Mann, Konbinis sind wirklich convenient. Ja, weil das Wort ja davon abstammt, genau. Ja. Huch, war das letztes Mal auch? Ach ja, stimmt. Ja, Day 2. Du. Starten wir direkt draußen? Ach nee. Es ist morgen. Ich schätze, ich habe immer noch ein bisschen Jetlag. Boah, ich bin total erschöpft. Aber meine Zeit in Japan ist wirklich begrenzt, also kann ich nicht den ganzen Tag im Bett bleiben. Ich muss sofort aufstehen und mich vorbereiten, um wieder rauszugehen.
Ich frage mich, wo sie mich heute mit hinnehmen werden. Ich wette, es wird lustig. Aber zunächst... Besser wasche ich mal mein Gesicht, um aufzuwachen. Ah! Das ist so klar. Oh Mann. Oh! Guten Morgen. Soll das ein Scherz sein? Was sagst du denn da, du Idiot? Was? Würde es dir etwas ausmachen, die Tür zu schließen? Sorry. Verdammt, ich bin so ein Idiot. Ich habe nicht mal angeklopft. Aber Makoto, sie ist genauso stylisch, wie ich es mir gedacht habe. Nackt ist man stylisch? Das ist auch ein komisches Wort für... Naja, egal. Ich meine, das ist nun wirklich nicht die Zeit, um über so etwas nachzudenken. Sie guckt ein bisschen böse. Es tut mir leid. Ich war nur so erschöpft, da habe ich vergessen zu klopfen. Ich habe nicht versucht, absichtlich da reinzukommen oder irgendwie sowas. Daher, also es tut mir wirklich, wirklich leid. Also bitte, Ich mach dir keine Vorwürfe. Hä? Es gibt kein Schloss an der Tür zum Waschraum. Da konntest du nichts dran ändern. Bitte vergib mir. Es war nur ein Unfall, richtig? Natürlich. Wenn ich das absichtlich gemacht hätte, dann hätte ich doch genauer geschaut. Was? Gar nichts. Ich hab gar nicht, ja, es war nur ein Unfall. Das war total ein Akt Gottes. Wobei ich das Opfer war. Ja. Naja, diesmal war es nicht deine Schuld. Ich werde dir vergeben. Ernsthaft? Ja, aber bitte sei nächstes Mal vorsichtiger. Ja klar, ich schwöre es, es wird niemals wieder geschehen. Gott sei Dank. Für eine Minute dachte ich schon, sie würde wahrscheinlich sagen, dass einen Typen unter ihrem Dach zu haben viel zu gefährlich sei und dass ich hier nicht mehr bleiben könnte. Aber, erinnere dich daran, ich nehme dich beim Wort. Wenn es Aki-chan gewesen wäre, die du überrascht hättest, dann weiß ich nicht, was mit dir geschehen wäre. Ja, kein Scherz. Wenn ich Akira erwischt hätte, die sich gerade umzieht im Waschraum. Oh, wenn ich nur daran denke, kriege ich schon Gänsehaut. Hä? Guten Morgen, ihr seid ja früh wach. Guten Morgen, ich bin nur früh aufgestanden heute. Was? Was ist denn? Ist irgendwas geschehen? Nun ja. Makoto, sag es ihr nicht. Was ist es denn? Ist irgendwas los oder was? Nein, überhaupt nicht. Jedenfalls, ich bin super hungrig. Wie sieht es bei dir aus, Makoto? Ja, das bin ich. Hä? Makoto wird mich nicht verraten. Aber solche Situationen sind schlecht für mein Herz. Tja, hier ist es. Frühstück ist fertig. Oh, meine Güte. Das ist Reis, Miso-Suppe und Natto, frittierter Fisch, ein traditionelles japanisches Frühstück. Es ist lange her, seitdem wir so eins hatten. So, jetzt muss ich mal näher rangehen. Miso-Suppe, eine japanische Frühstückssuppe voller Proteine, die normalerweise aus Tofu und Seegras hergestellt wird. Und Natto sind fermentierte Sojabohnen. Okay, die sind ziemlich polarisierend. Also viele mögen sie, aber viele hassen sie auch, weil sie so eine sehr unangenehme Textur haben und einen starken Geschmack. Aha, ja, fermentiert halt, ne? Ich habe gestern vergessen, Brot zu kaufen. Aber ab und zu ist es ganz schön, sowas zu essen, richtig? Wow, das ist... Ich schätze, gestern bemerkte sie, dass ich unbedingt mal ein Frühstück im japanischen Stil essen möchte. Hast du wirklich vergessen, es zu kaufen? Was? Ach, nichts. Ich frage mich nur, warum du uns nicht darum gebeten hast, es zu kaufen, als wir gestern Abend shoppen waren. Ich hab doch gesagt, ich hab's einfach vergessen. Aber du hast doch so genau dir die Shoppingliste angeschaut. Ach, schon in Ordnung. Mein, du alberne Aki-chan. Ich frage mich, ob du das absichtlich getan hast.
Nein, habe ich nicht. Ich hatte einfach Lust drauf. Wirklich? Ich dachte, es wäre, weil du kein Brot hattest. Ich hatte kein Brot und ich hatte Lust, es zu machen. Akira. Komm schon, hör auf damit. Und iss, bevor es kalt wird, okay? Itadakimasu. Komm schon, iss auf. Itadakimasu. Also, was möchtest du heute tun? Hä? Sag doch nicht, hä? Ich spreche vom Sightseeing. Oh, ja, das. Lass mal sehen, wo möchte ich heute hin? Heute möchte ich... Akihabara haben wir also gemacht. Shibuya interessiert mich und auch Shinjuku. Also, alles interessiert mich. Aber ich glaube, ich würde gerne... Das ist natürlich auch cool. Wo will ich hin? Ich glaube, ich nehme mal... Ne, Sekunde, wo sind wir eigentlich? Ich glaube, ich nehme Asakusa, ja. Ich glaube, ich möchte hier hin. Das ist eine gute Wahl. Da sind eine Menge Beispiele von traditioneller japanischer Kultur. Traditionelle japanische Kultur? Ja, ich werde dich heute mitnehmen. Verstehe, danke. Wir gehen sofort nach dem Frühstück los, also bereite dich vor. Alles klar. Traditionelle japanische Kultur, hm? Was könnte das für ein Ort sein? Das wird lustig. Ich fände jeden Ort lustig. Huch? Itadakimasu. Japanische rituelle Phrase, also Satz, den man benutzt, wenn man das Haus verlässt. Itadakimasu. Itadakimasu. Das ist, ach so, wenn man jemanden verabschiedet, ist das der Satz. Aha. Hey, Makoto. Was denn? Das ist echt geil. Also könntest du mir sagen, wo wir hingehen? Ich weiß nicht. Ich frage mich, ob ich das wirklich tun sollte. Komm schon, wieso nicht? Sag's mir einfach. Wenn du darauf bestehst, ich werd's dir sagen. Heute gehen wir nach... Wohin? Asakusa. Oh, Asakusa. Oh, du kennst es? Das habe ich in einem Reiseführer gesehen. Das ist eine Stadt, die immer noch die Atmosphäre der guten alten Tage ausströmt. Richtig, es ist schwer, es in Englisch zu erklären, aber in Japanisch ist es bekannt als der Shitamachi. Das heißt sowas wie tiefe Stadt? Die Küstengegend, die von Händlern und so bevölkert ist? Ach so, die Noblesse hat halt eher in den Highlands gelebt, also in dem Bereich, der als Yamanote bekannt war. Also in Shitamachi haben eher die normalen Leute sozusagen gelebt und die ganzen Adligen und sowas in Yamanote, okay. Wow, Shitamachi, hä? Huh? Du wirst es verstehen, wenn du es siehst. What? Yakibun wa ike nishikasu, wie sie sagen. Yakibun wa ike nishikasu? Das ist ein japanisches Sprichwort. Das bedeutet, etwas selbst zu sehen, gibt dir einen besseren Eindruck davon, als jede Beschreibung, die man geben könnte. Ich glaube, im Englischen würde man sagen, seeing is believing, also zu sehen ist zu glauben. Oh ja, verstehe. Jedenfalls sollen wir los? Ja, klar. Lass mal sehen. Ich muss meine Suica benutzen, um in den Zug zu kommen. Los geht's. Ich habe immer noch jede Menge Geld drauf, also halte ich es einfach ans Terminal. Okay. Hehe, gut gemacht. Das ist so cool. Ich muss nicht mal den Preis des Tickets jedes Mal kontrollieren. Ich weiß, cool, ne? Alles klar. So, jetzt habe ich wirklich die Züge in Tokio gemastert. Yeah. Gemeistert, ja. Oder das dachte ich zumindest. Oh oh. Ah, wir müssen hier aussteigen. Was? Weil wir müssen die Yamanote-Linie nehmen. Ach so, ja, wegen benannt nach der Yamanote-Region. Das ist eine der populärsten Zuglinien in Japan. Die läuft immer so im Kreis. Und stoppt an einigen der berühmtesten Orte in Tokio. Yamanote? Ja!
Nicht da drüben, hier auf dieser Seite. Jetzt gehen wir in die U-Bahn. Warte eine Minute. Oh, das war ein bisschen teurer, ne? Wahrscheinlich, ja, weil wir umsteigen mussten, ne? Geht es dir gut? Ja. Wie ich dir schon sagte, Tokio hat viele Zuglinien. Und sie, ja, vereinigen sich auf sehr komplizierte Art und Weise. Selbst Leute, die in Tokio geboren sind, sind verwirrt. Wenn du jemals alleine fahren solltest, dann solltest du definitiv deine Route vorher planen. Online kannst du auch viele englische Linienkarten finden. Also solltest du die benutzen. Das war ja verrückt. Das war echt albern zu denken, dass ich das irgendwann mal meistern könnte. Es ist echt nett, dass sie Monitore haben in den Zügen, die dir sagen, was die nächste Haltestelle ist. Und sie sagen es ja auch durch und sagen es sehr klar durch, aber ich weiß nicht, ob ich mich jemals daran gewöhnen kann. Außerdem, hä, was ist denn? Nichts, ich habe mich nur gefragt, ist hier heute ein Festival oder sowas? Ein Festival? Wieso? Hier sind so viele Leute. Ich habe mich nur gewundert. Oh, verstehe. Tut mir leid, dir das sagen zu müssen, aber heute ist kein Festival. Was? Du willst also sagen... Ja, manche Stationen sind chaotischer als andere. Aber das hier ist ganz normal in so einer großen Station. Ich verstehe. Ha, bist du überrascht? Ein bisschen. Eigentlich ziemlich doll sogar. Ich sollte dich vermutlich warnen. Die großen Stationen können sogar noch voller werden als diese hier. Oh. Jedenfalls, der nächste Halt ist unserer. Wir sind fast da. Ah, klar. Tokio kann ein echt erschreckender Ort sein. Hey, da sind wir. Das ist... Wow, das ist wirklich Asakusa. Richtig. Asakuna. Die Stadt, die Japans nostalgische Traditionen wieder auferleben lässt. Das ist Asakusa. Das ist wie kein anderer Ort, den ich bisher in Japan gesehen habe. Ich weiß nicht wieso. Die Straße ist so lebendig mit Touristen von überall. Lokale als auch Fremde, also Ausländer. Und irgendwie ist hier so eine seltsame Atmosphäre. Als würden alle tief berührt sein? So ungefähr, glaube ich. Hey, kennst du dich mit der Edo-Periode aus? Natürlich. Akira hat mir alles erklärt. Dann bist du mir einen Schritt voraus. Dieser Ort, Asakusa, war mal eine lebendige Stadt während der Ära der Samurai. Wow. Sie sind nun alle fort, aber damals gab es hier überall Theater die Straßen entlang, wie der Broadway. Es gab auch, naja, was wir Erwachsenenaktivitäten nennen, also Häuser, in denen man gewisse Dienste erhalten kann. Es war auf jeden Fall ein, wie nennt man das? Der Ort der Freude und des Entertainment und sowas. Es war tatsächlich so populär, dass es sogar damals genannt wurde, einer der drei schlimmsten Orte in Edo. Verstehe. Oh Mann, wie kann man Pleasure Quarter, naja, so ein Genussabschnitt ist... Na, ich komme nicht so richtig hin. Was ist denn? Wieso lachst du? Nichts. Ich habe nur gerade bemerkt, dass sich dein Ausdruck veränderte, als du die Worte Pleasure Quarter gehört hast. Was? Nein, ich habe überhaupt kein Interesse in... Ist doch nur ein Witz. Nur ein Witz. Erschrick mich nicht so. Aber wenn du es so vehement abstreitest, dann ist es ja fast so, als würdest du zugeben, dass es wahr ist. Ich glaube, sie macht sich über mich lustig. Jedenfalls, hey Makoto, was ist dieses große, runde Ding, was da in dem Tor hängt? Na gut, ihr Lieben, aber ich glaube, wir müssen mal eine Pause machen. Ich speichere mal. Wie geht denn das? Ich mache mal auf einen neuen Speicherplatz. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Kommt man denn hier jetzt zurück? Ist ja auch egal. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Mir macht das Spiel irgendwie einfach total viel Spaß. Ich weiß auch nicht wieso. Ich hoffe euch auch. Ihr habt auch so viel Spaß wie ich. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann bis dann. Ciao, ciao.